Ein verlassenes Haus mitten in Bocholt. Hier dreht der Bocholter Rapper Lil G alias Ali Kaschab sein erstes professionelles Musikvideo. Auf YouTube haben sich bereits zehntausende Menschen weltweit seine Clips angehört. Jetzt sei es an der Zeit, die Millionenmarke zu knacken, sagt der 26-Jährige selbstbewusst. Und das will der Bocholter mit seinem neuesten Lied Lambo Living erreichen. In dem Lied geht es halt um das schnelle Leben. Lambo Living heißt Lamborghini Leben. Da stelle ich vor, wie man schnelles Geld macht, wie man schöne Partys feiert, schöne Frauen dabei. Darum geht es hauptsächlich in meinem Album eigentlich, das erste. Jeden Tag verbringt der gebürtige Libanese im Tonstudio, sagt er. Sein nächstes Ziel, eine Tour quer durch Deutschland, Österreich und durch die Schweiz. Danach will der 26-Jährige seine Rhymes auf den Markt bringen. Diverse Angebote liegen hier halt vor und bevor ich irgendwo eine Zusage mache, will ich mir einen Hype aufbauen, um ein gutes Angebot daraus schlagen zu können. Also die ganzen Sachen, die man nachher zusammenschneidet, ich habe schöne Aufnahmen von dir. Ich habe Sachen, wo sie dann ihre Bewegungen macht und einmal die weiten Aufnahmen mit dir zusammen. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall okay, das kann man gut zusammenschneiden, definitiv. Mehrere Drehorte stehen für Lil G und seine Crew heute noch auf der Tagesordnung. Das macht Spaß, meint der 26-Jährige, der in der Musik ein neues Leben gefunden haben will. Vorher noch handelte er sich mit Gewalt und Schlägereien immer wieder Ärger ein. Ich habe entsprechende Vorstrafen. Ja, mein Vorstrafenregister ist so gut wie voll. Was eigentlich nicht so lustig ist, es kam durch diverse Körperverletzungen zustande, wo ich jetzt auch auf Bewährung bin. Knapp 3 Jahre. Naja, muss mich am Riemen reißen, aber wie gesagt, jetzt ist nur noch Musik. Alles andere ist Vergangenheit. Wenn alles gut läuft, soll die erste CD im kommenden Jahr in den Handel kommen. Solange verdient sich der Rapper noch sein Brot bei einer Veranstaltungsagentur.